Herzlich willkommen auch von meiner Seite, sehr geehrter Herr Rektor, lieber Departmentleiter, liebe Kolleginnen, Kollegen, Freunde, Familie, viele Wegbegleiter aus unterschiedlichen Projekten, die heute auch hier sind, schon viele Vorträge gehalten, so ist dieser doch ganz, ganz ein besonderer. Noch nie von meinem Ehemann oder von meinen Kindern einen Vortrag gehalten, zumindest nicht so einen. und das sind hier doch letztendlich einfach viele Personen, die mir auch sehr ans Herz gewachsen sind, auch im weiteren Kontext der BOKU und darüber hinaus. Was habe ich mir vorgenommen für den heutigen Vortrag? Ich möchte Ihnen einerseits und vielleicht vorweg nochmal die Frage, können Sie mich hinten auch verstehen oder brauche ich ein Mikro? Okay, wunderbar. Was ist das Programm für heute? Ich möchte Ihnen vorstellen, was ist diese neue Professur Landsoziologie und ländliche Entwicklung, damit dann auch der Rektor weiß, was ich mache und auch erklären, wieso diese Professur vielleicht gerade jetzt eine ganz wichtige Ergänzung zu den Ingenieurwissenschaften, zu den Naturwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften hier an der BOKU sein kann. Vielleicht vorweg noch an Leihe genommen mit meinem Titel habe ich bei Helga Nowotny, die eine österreichische Wissenschaftstheoretikerin und Soziologin ist und die postuliert gemeinsam mit anderen Kollegen eine neue Wissenschaft in Zeiten von Ungewissheiten. Das ist bemerkenswert vielleicht auch deshalb, weil Helga Nowotny langjährige Präsidentin des ELC war, also der Einrichtung bei der Europäischen Union, wo Spitzenforschung stattfindet. Ich möchte Ihnen zuerst erklären, was ländliche Entwicklung ist und darlegen, wie wir mit unserem analytisch-sozioinstitutionellen Blick hier einen Beitrag leisten können, um ländliche Entwicklung zu verstehen. Ich werde auch eingehen auf das neue ländliche Entwicklungsparadigma, dass hier eine neue Ausrichtung auch in den letzten Jahrzehnten gebracht hat in der Praxis der ländlichen Entwicklung. Wir haben aber nicht nur einen analytischen Zugang, um ländliche Entwicklung zu verstehen, sondern wir begleiten auch ländliche Entwicklungsprozesse, das heißt Regionen, die auch zukunftsgerichtet nach Alternativen, nach anderen Entwicklungspfaden suchen. Und da möchte ich unseren neuen oder den transdisziplinären Zugang vorstellen, der grundsätzlich eine Alternative, ein alternativer Zugang in der Wissenschaft ist, eben das, was auch Helga Nowotny einfordert. Resümierend möchte ich dann zusammenfassen, was ist der Beitrag dieser Professur und auch auf Wegbegleiterinnen, Wegbereiterinnen eingehen, die mich auf meinen Weg bisher begleitet haben. Als Takeaway-Message, also den Studierenden würde ich sagen, zumindest das sollten sie sich heute mitnehmen. Gleich vorweg, ich argumentiere mit meinem Vortrag, dass eine ländliche Entwicklung in Zeiten von ungewissen Prioritäten, ungewissen Problemstellungen, Zielen, neue Zugänge gebraucht und das nicht nur in der Praxis, sondern auch in der Forschung. Und welche Zugänge das sind, das werde ich Ihnen gleich erzählen. Wieso ländliche Entwicklung, wieso überhaupt der ländliche Raum? Gibt es überhaupt noch Unterschiede zwischen Stadt und Land? Diese Dichotomie zwischen Stadt und Land scheint ja vielen für viele überholt. Und wenn, dann schaut man sich doch eher die dynamischen, vibrierenden Städte an. Wieso schauen wir, wieso werfen wir unseren sozioinstitutionellen Blick auf den ländlichen Raum? Weil eben ein Großteil unseres Essen, unser Trinkwasser, ein Großteil unserer Ressourcen, der Energie dort produziert werden, weil das der Raum ist, wo ein Großteil der wildlebenden Pflanzen und Tiere ist. Und diese natürlichen Ressourcen sind ganz zentral für die Zukunft unserer Gesellschaft. Entwicklung, um das hier vorweg zu definieren, oder ländliche Entwicklung speziell, meint die Transformation von einem als nicht ganz zufriedenstellenden Ist-Zustand oder der zumindest als nicht zufriedenstellend wahrgenommen wird, zu einem erwünschten Soll-Zustand.
Nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die 70er Jahre waren unsere Entwicklungsprozesse nicht nur hier in Österreich, sondern weit darüber hinaus durch den Narrativ der Moderne geprägt. Fortschrittsdenken, das große Versprechen einer besseren Zukunft stand dahinter. Triebfeder dieses Modernisierungsprozesses war die Wissenschaft. Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Energiewirtschaft wurden zu Anwendern neuer Technologien, zu Anwendern von Gesetzen der Biologie, der Chemie, der Physik und der Ökonomie. Resultat war ein unglaublicher Produktivitätszuwachs und letztendlich auch eine Lösung für das damals sehr präsente Thema Hunger und Armut in vielen ländlichen Regionen Europas. Neben der Forschung und der Wissenschaft war aber auch Bildung ganz zentral und da denke ich ganz persönlich an meine eigene Großmutter, deren Namen ich mit Stolz trage. Die hat ganz gegen die Norm in der Großfamilie, ganz gegen die Norm des Dorfes damit begonnen, in einem Milchwirtschaftsbetrieb Hühner zu halten, um die Eier dann zu verkaufen. Und das war das eigentliche Ziel, der eigentliche Gedanke dahinter war, um ihren Töchtern erstmals eine Berufsausbildung zu ermöglichen. Diese Töchter wurden Lehrerinnen, ihre Kinder sind heute oder sind bereits Absolventen von Universitäten. Das heißt, ländliche Entwicklung war auch ganz im Sinne der Aufklärung ein Emanzipationsprojekt mit der Idee, dass man mit Wissen sich eine bessere Zukunft schaffen kann. Im Sinne dieser Modernisierung war ein ganz klarer und ist in vielen Regionen nach wie vor ein ganz klarer Entwicklungspfad vorgeschrieben gewesen. Das war im Wesentlichen ein sektorales Wachstum, auf Wissen basiert und weitgehend losgelöst von den Bedingungen, von den räumlichen, ökologischen Bedingungen am konkreten Ort. Viele, viele Erfolge dieses Modernisierungsprojekts in Europa, in vielen anderen Teilen der Welt, zum Schluss letztendlich auch in China, wo ich diesen Sommer war. Also Hunger ist nicht mehr das große Thema, aber es gibt viele neue Herausforderungen. Es gibt auch neue Limitationen. Es stellen sich viele, gerade in Ländern des globalen Südens, die Frage, kann dieser westlich geprägte Entwicklungspfad auch ein Modell global sein. Andere hinterfragen, geht sich das physisch überhaupt aus, dass alle in dem gleichen Wohlstand leben, wie wir hier in Europa oder in anderen Ländern des globalen Nordens. Wir haben es heute mit neuen Herausforderungen zu tun. Es gibt seit einigen Jahren mehr übergewichtige Personen als untergewichtige auf dieser Welt. Die Todesursachen, das Ranking ganz oben angeführt, sind Probleme, Herz-Kreislauf-Krankheiten, Adipositas, Diabetes, Bewegungsmangel. Deshalb argumentieren wir auch in unserem Buch gemeinsam mit den Kollegen Ehrmann, Langtaler und Schermer verfasst haben, dass es sich hier vor allem um ein Verteilungs- und ein Qualitätsproblem handelt und viel weniger um eine Frage der Produktionsmenge. Wir haben Probleme der Natur in den Griff bekommen. Wir haben uns ein wenig abhängig oder unabhängiger gemacht von ökologischen Kreisläufen, aber auf der anderen Seite neue Herausforderungen geschaffen, was die Ausbeutung unserer natürlichen Ressourcen betrifft. Der Mensch, und das sagen Geologen, der Markus Fiebig ist da, die sprechen von einem neuen Erdzeitalter, dem Anthropozän, wo der Mensch zum prägenden Faktor geworden ist, wo der Mensch ökologische Prozesse, atmosphärische Prozesse prägt und der Mensch auch verantwortlich ist für eine Reihe von neuen Krisen, Biodiversitätskrise, Klimakrise, hier ganz vorne zu nennen. In unser kollektives Gedächtnis eingebrannt sind aber auch einzelne Katastrophen wie Tschernobyl, Fukushima, 9-11, Ulrich Beck nennt das Tschernobyl der Globalisierung.
Und im Zuge dessen haben manche Personen das Vertrauen in die Wissenschaft verloren. Wissenschaft wird jetzt nicht nur als Teil der Lösung gesehen, sondern von manchen Kreisen auch als Teil des Problems. Fake News, Alternative Facts zeigen aber auch, dass andere, wie die Medien, an Deutungsmacht verloren haben. Auch die großen Institutionen, die uns Halt gegeben haben im letzten Jahrhundert, also die Kirchen, der Nationalstaat, die großen Parteien, haben mit Vertrauensverlusten zu kämpfen. Man traut ihnen nicht mehr zu, offenbar diese großen Probleme zu lösen. Dieser Legitimationsverlust zeigt sich nicht zuletzt auch in den Wahlen, wo gerade in den ländlichen Räumen eben die traditionellen Parteien Verluste einstecken müssen. Ob man diese Entwicklung mit den Worten von Sigmund Bauman als flüchtige Moderne oder Ulrich Beck nennt es reflexive Moderne, Anthony Giddens spricht von der späten Moderne, egal wie man es bezeichnet, es scheint hier etwas zu Ende zu gehen, ohne dass wir wissen, was jetzt kommen kann und kommen wird. Was könnte hier Orientierung bieten? Das sind so die großen Programme, Politiken, Konzepte, die in die Zukunft gerichtet sind. Hier habe ich mitgebracht den relativ jungen Vorschlag der Kommission für die Ausrichtung der gemeinsamen Agrarpolitik 2021 bis 2027. Und das sind die Ziele, 9 Ziele hier angeführt, schön bunt nebeneinander, ohne große Querverbindungen aufgelistet. Nicht ganz unähnlich das Konzept der Bioökonomie, das verspricht genauso sehr heterogene Ziele parallel erreichen zu können. Und hier noch ein drittes Bild, auch wieder im Kreis dargestellt, 17 Ziele, die die Vereinten Nationen als Agenda für eine nachhaltige Entwicklung der Welt vorgeschlagen haben. Bis 2030 sollen diese 17 Ziele erreicht werden. Auch diese Ziele ohne Prioritätensetzung. Und man muss sich bewusst sein, wenn man das eine Ziel erreicht, hat das unter Umständen die Folge, dass man bei einem anderen Ziel Abstriche machen muss. Das heißt, offensichtlich gelingt es weder auf europäischer noch auf internationaler Ebene, hier Prioritäten zu setzen. Es ist uns bewusst, dass wir ökologische, ökonomische, soziale Aspekte gemeinsam betrachten sollen und müssen. Aber wie und wer die Prioritäten setzt, das ist eine nicht so einfach zu lösende Frage. Wo diese Interessen, diese unterschiedlichen Ziele unweigerlich aufeinandertreffen, das ist in der Region. Und dort können und müssen sie auch aufgelöst werden. Dort muss ausverhandelt werden, wollen wir dieses Projekt finanzieren oder nicht, wollen wir stattdessen lieber in den Klimaschutz investieren. Also dort treffen diese Interessen zusammen. Österreich hat dieses Potenzial sehr früh erkannt und hat bereits Ende der 70er, in den 80er Jahren begonnen, mit endogenen Entwicklungskonzepten zu experimentieren, gemeinsam mit der Schweiz, also vor allem auch im Berggebiet, wo man versucht hat, integrativ ökologische, ökonomische, soziokulturelle Ziele in Bottom-up-Projekten zu entwickeln. Diese Ideen wurden dann auch auf europäischer Ebene im größeren Stil umgesetzt, neben den Strukturfonds, vor allem hier die Agenda 2000, ein eigener Fonds für ländliche Entwicklung und schließlich auch auf internationaler Ebene von der OECD aufgegriffen. Die nennt das in einer Publikation aus dem Jahr 2006 das neue ländliche Entwicklungsparadigma, New Rural Development Paradigm. Und das ist tatsächlich im Vergleich zu dem Modernisierungsprojekt, das ich Ihnen vorher gestellt habe, ein neues Paradigma. Ganz vorne als erstes genannt ein territorialer Zugang. Also hier kommt der Raum ganz prominent wieder hinein. Es sollen Projekte, Initiativen unterstützt werden, die konkret auf die Bedingungen der vorliegenden Region abgestimmt sind. Die Stärken, die Potenziale, die Herausforderungen in der konkreten Region zum Gegenstand nehmen.
soll auch partizipativ sein, innovativ, das heißt, es sollen Bottom-up-Ideen von lokalen Unternehmern, von der Zivilgesellschaft, von lokalen Behörden aufgegriffen werden und mit Geld von außen unterstützt werden im Sinne einer Investition, anders als das sonst oft übliche Gießkannenprinzip, wo Subventionen ausbezahlt werden für Maßnahmen, die zentral geplant werden. Dieses Paradigma hat bei weitem nicht das Modernisierungsparadigma abgelöst. Wir sind weit davon entfernt. Alle, die Thomas Kuhn gelesen haben, wissen, dass Paradigmenwechsel lange, lange Zeit brauchen wollen. Aber was dieses Paradigma doch geschaffen hat in vielen ländlichen Regionen Österreichs, Europas und weit darüber hinaus, sind unglaublich dynamische Prozesse und ganz spannende Organisationen und Projekte, die daraus hervorgegangen sind. Und das ist letztendlich ein spannendes und interessantes Forschungsfeld für uns. Seit ungefähr 15 Jahren, und damit stelle ich Ihnen jetzt einen unserer Forschungsschwerpunkte vor, beschäftigen wir uns mit Selbstorganisation und versuchen hier einen Beitrag zu Institutionentheorie, zu Organisationstheorie und auch zu Commons-Forschung zu leisten. Wir fragen uns, wieso beginnen Leute in der Region, sich selbst zu organisieren. Hier ein Bürgersolarkraftwerk, das am Umbau des Energiesystems mitwirken will. Hier eine Initiative von Freiwilligen, Bergmandl nennt sich diese Gruppe, die setzen sich dafür ein, dass Orchideen erhalten bleiben, indem sie selber Wiesen mähen und viele Bewusstseinsbildungsprozesse durchführen. Unlängst abgeschlossen eine kleine Erhebung zu Cowsharing, ein relativ neues, junges System, und dennoch gibt es schon 60 solcher Modelle im Alpenraum, wo Leute aus der Stadt, vorwiegend aus der Stadt, teilweise aber auch von weit her aus China, Japan, bereit sind, Kühe im Alpenraum zu adoptieren oder einen Teil ihrer Produkte vorweg zu kaufen in einem Gutscheinsystem, ein paar Kilo Käse oder Fleisch, mit der Idee, Kühe im Alpenraum langfristig zu halten und die bäuerliche Landwirtschaft und das kulturelle Erbe, das daran hängt. Manche dieser Kühe haben übrigens dann eine Webcam, das heißt, jemand in Japan oder in China kann dann am Handy verfolgen, was seine Kuh gerade macht und ob es ihr gut geht. Manche kommen auch und besuchen sie, lernen insofern auch, was sich am Bauernhof abspielt, welche Restriktionen es dort gibt, welche Schwierigkeiten es gibt, wie anstrengend die Arbeit am Hof ist. Selbstorganisation spielt aber hat eine lange Tradition im ländlichen Raum. Genossenschaftswesen, heute wieder neu interpretiert. Hier ein Beispiel aus dem Biosphärenpark Nockberge in Kärnten aus meiner Heimat, wo die Bauern sich zusammengetan haben, um lokale Milch, Kuhmilch, Schafmilch zu tollen Käseprodukten zu verarbeiten. Bemerkenswert auch eine Renaissance des Holzbaus. Nicht nur in Vorarlberg, sondern auch in anderen Regionen tun sich Architekten, Holzbaufirmen zusammen, um nachhaltiges Bauen zu unterstützen. Viel Forschung, schau dir Siomi an, haben wir auch zu geografischen Herkunftsangaben geführt. Das sind Produzentengruppen, die den geografischen Namen ihres Produkts schützen lassen und damit sicherstellen wollen, dass die Qualität des Produkts, und die Qualität hängt in diesem Fall eng mit dem Ort der Produktion, mit dem Wissen, mit dem lokalen Wissen und den lokalen Gegebenheiten zusammen, dass diese Qualität erhalten bleibt und auch weiterentwickelt wird. Viele dieser Initiativen, wenn man nach den Motivationen fragt, sind nicht primär auf einem kurzfristigen Eigennutz ausgerichtet. Hier kommen Leute zusammen, weil sie sich um das große Ganze sorgen, weil sie Verantwortung übernehmen wollen, weil sie das Naturerbe, das kulturelle Erbe, das sie von Generationen davor übernommen haben, gut weitertragen wollen für die nächste Generation.
Wir fragen nach den Gelingensfaktoren. Manche dieser Organisationen halten sich ja sehr gut, andere verschwinden auch wieder. Organisationen wie Food Corps oder Community Supported Agriculture oder auch die Bürgersolarkraftwerke, die anfangs belächelt wurden, sind heute relativ stabile Konstruktionen im ländlichen Raum. Andere sind auch wieder verschwunden. Und hier gibt es natürlich Prinzipien dahinter, die erklären können, wo man auch dran verstehen kann, wieso ist das eine gelungen, das andere nicht. Wir schauen uns Interaktionen zwischen den verschiedenen Initiativen an, aber auch zwischen der lokalen Initiative und größeren Marktakteuren, staatlichen Organisationen. Wir schauen, wie sich diese Organisationen an geänderte Rahmenbedingungen anpassen, wie sie sich ausbreiten, wie sie wachsen, wie sie an Bedeutung bekommen, ob sie dadurch die transformative Kraft verlieren oder ob sie die behalten können. Und ganz grundsätzlich sind wir an dieser Dualität der Struktur interessiert. Das heißt, wie weit prägen Werte, Normen, Regeln das Verhalten, das kollektive Handeln dieser Personen in diesen Gruppierungen, aber auch umgekehrt, wie trägt das kollektive Handeln in solchen Organisationen, das gemeinsame Tun, das gemeinsame Diskutieren, das gemeinsame Feiern auch dazu bei, dass sich Strukturen, Werte, Regeln verändern. Abgesehen von unserem analytischen Blick auf das, was sich im ländlichen Raum tut, um zu verstehen, was dort passiert und um auch erklären zu können, wieso manches funktioniert und anderes nicht funktioniert, begleiten wir auch ländliche Entwicklungsinitiativen und Projekte. Und ich möchte da jetzt nochmal auf die Ungewissheit zurückkommen und argumentieren, dass es nicht nur in der Praxis der ländlichen Entwicklung neue Ansätze braucht, sondern auch in der Forschung, zumindest dann, wenn sie zukunftsgerichtet, transformativ sich in Entwicklungsprozesse auch einbringt, gibt es hier auch ganz spezielle Verantwortlichkeiten und Notwendigkeiten. Und viele dieser Entwicklungsprozesse sind sogenannte Wicked Problems, schwierige Probleme, die, ich komme jetzt nochmal auf diese Definition zurück, was Transformation, die Veränderung vom Ist zum Soll bedeutet. Aber viele der Entwicklungsprozesse sind geprägt durch einen fehlenden Konsens über die Problemdefinition. Man ist sich in der Region nicht einig, was ist eigentlich das prioritäre Problem, anders als nach dem Krieg, wo man wusste, Hunger, Armut, das sind die Prioritäten. Gibt es jetzt ganz viele unterschiedliche Probleme, wahrgenommene Probleme oder auch weniger wahrgenommene Probleme. Und wir haben viele unklare, widersprüchliche und sich ändernde Ziele. Sie erinnern sich an die Grafik mit den vielen Pfeilen zu den Nachhaltigkeitszielen. In so einem Kontext verlangen oder postulieren mehrere Wissenschaftstheoretiker eine andere Forschung. Das heißt, wenn wir ein hohes Maß an Ungewissheit haben, wenn wir hohen Handlungsdruck haben und diese Entscheidungen auch potenziell viel finanzielle, ökologische oder soziale Kosten mit sich bringen können. Ich schaue gerade, wo ist der Hans Rupp? Da ist der Hans Rupp, also wenn man nach Carnuntum schaut, die Region zwischen Wien und Bratislava, unglaublicher Wachstumsdruck, Entscheidungen wie die dritte Piste, der Terminal für die Breitbahnanschluss, also die neue Seidenstraße, die China mit Österreich und anderen Regionen in Europa verbinden soll, soll der in die Region kommen oder nicht. Diese Entscheidungen müssen heute getroffen werden, ohne dass man über die Konsequenzen 100% Bescheid weiß, obwohl man mit widersprüchlichem Wissen zu tun hat und obwohl man weiß, dass die Entscheidung dafür oder auch die Entscheidung dagegen unterschiedliche Kosten haben kann. Und hier, so argumentieren verschiedene Wissenschaftstheoretiker, braucht es eine andere Forschung und die zeichnet sich durch diese Prinzipien aus.
Vielleicht fällt es jemandem auf, die sind gar nicht so unähnlich denen, die ich vorhin beim neuen Entwicklungsparadigma für den ländlichen Raum genannt habe. Endogene Entwicklungskonzepte sind auch territorial verortet, also in einem konkreten Raum. Forschung soll in einem konkreten Raum passieren, weil dort weiß man um die Prioritäten, weiß man um, wie Lebensqualität in der Zukunft gewünscht wird. Sie soll auch durch eine Co-Produktion von Wissen sich auszeichnen. Das heißt, die Wissenschaft gibt hier ein Stück ihres vermeintlichen Monopols auf Wissen und Evidenz ab, gewinnt dafür aber ganz wichtiges Erfahrungswissen aus den, von den lokalen Experten vor Ort. Carnuntum zum Beispiel weiß selbst, die lokale Bevölkerung, die Akteure, die Unternehmen in der Region wissen besser, was für sie Lebensqualität ist, als es je ein Forscher wissen kann. Das heißt, das Wissen um das Ziel ist in der Region zu finden. Dort sind auch die Experten, die wissen, wie man Veränderung vorantreibt, in der Politik, in den Unternehmen, in der Wirtschaft. Also wenn man hier effektiv etwas ändern will, ist es gut, diese Experten an Bord zu haben. Ein Beispiel für so einen Zugang, einen transdisziplinären Zugang, ist die Szenario-Methode. Letztendlich ein systematischer, schrittweiser Prozess, wo man gemeinsam mit Akteuren in der Region Probleme definiert, auch die Region mal abgrenzt, was diskutieren wir hier überhaupt, Einflussfaktoren erhebt, schaut, wie haben die Einflussfaktoren sich in der Vergangenheit entwickelt, wie könnten sich die Ausprägungen in der Zukunft entwickeln, auch in Abhängigkeit von den Prioritäten, von den Handlungslogiken der Unternehmen, der Entscheidungsträger in der Region. Eine Analyse dieser Einflussfaktoren mit einfachen Methoden, Cross-Impact-Analyse, Konsistenzanalyse, die auch für die beteiligten Experten in der Region nachvollziehbar ist, und eine Zusammenstellung der unterschiedlichen Ausprägungen der Einflussfaktoren lassen sich dann verschiedene plausible Zukunftsbilder ableiten und deren Konsequenzen auch analysieren. Anders als in den Naturwissenschaften geht es uns nicht darum, Zukunft vorauszusagen. Karl Popper sagt ja auch, es geht nicht um die Frage, was sein wird, sondern die Frage ist, was können wir tun, um diese Welt ein klein Stück besser zu machen. Wissen, das ist ein Paradoxon in den Sozialwissenschaften, das nicht zu Verhaltensänderungen führt, ist nutzloses Wissen. Umgekehrt, wenn wir jetzt in einem Trendszenario die Zukunft voraussagen und es verändert niemand das Verhalten, dann ist es nutzlos. Oder wenn alle das Verhalten verändern, dann ist es redundant und hat sich selbst überholt. Ein paar Beispiele, Projektbeispiele, wo wir involviert waren in solche Szenario-Prozesse, die waren immer interdisziplinäre Teams, ganz spannend, auch mit verschiedensten Fachexperten aus der Praxis, der Verwaltung, von Unternehmen besetzt. Zum Beispiel die österreichische Lebensmittelwertschöpfungskette, Szenarien, die wir gemeinsam mit Vertretern der Land- und Forstwirtschaft, oder hier in dem Fall ausschließlich der Landwirtschaft, Lebensmittelindustrie, Gewerbe, Lebensmittelhandel, Konsumentenvertretern entworfen haben. ÖROC und Vertreter aus den Raumplanungsabteilungen der Länder haben dazu beigetragen, Szenarien für die Raumentwicklung Österreichs im Jahr 2030 zu entwickeln. Wir waren auch gemeinsam mit dem CDR in Äthiopien aktiv und es war wirklich schön für mich zu sehen, dass auch dort ein lokaler Handlungsspielraum da ist. Haushalte, Familien können entscheiden, ob sie die Kinder in die Schule schicken oder nicht, wann sie ihre Töchter verheiraten. Sie können entscheiden, ob jemand aus dem Haushalt permanent migriert oder saisonal. Und das hat, je nachdem, hat sich hier gezeigt, ganz unterschiedliche Auswirkungen
auf die Investitionstätigkeit der Haushalte und letztendlich auf die Lebensqualität und die Lebensqualität der Personen auch. Wir waren in Korneuburg, wo sich mehrere oder letztendlich alle Parteien, die im Gemeinderat vertreten haben, selbst verpflichtet haben für einen ergebnisoffenen Prozess. Diese Szenarien, die gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern und Parteienvertretern, Verwaltungsvertretern entwickelt wurden, wurden der Bevölkerung, ich glaube alle ab 14 durften hier mit abstimmen, vorgelegt. Also es war eine Befragung und hat hier viel an Dynamik ausgelöst. Mit Unterstützung vom Land Niederösterreich und dem Land Burgenland, Planungsgemeinschaft Ost, haben wir Interventionsszenarien für periphere Räume im Süden Niederösterreichs und im Burgenland entworfen. Da war übrigens auch der jetzige Wissenschaftsminister dabei im Team und hat hier auch sein Wissen zu demografischen Entwicklungen eingebracht. Und aktuell mit mehreren anderen Instituten auf der BOKO, einige Vertreter sind hier, arbeiten wir oder sind wir in einem Projekt engagiert, wo ab nächsten Jahr Szenarien für die Lebensmittelversorgung in Wien entwickelt werden sollen. Auch wieder ein breiter partizipativer Prozess. Geht es um die Versorgung in öffentlichen Einrichtungen wie Spitäler, Schulen, in der Gastronomie, aber auch in den privaten Haushalten und auf die Frage, wie, welche Optionen für die Ausgestaltung von Stadt-Land-Beziehungen es geben kann. Wir verstehen diese Szenarien auch als Intervention im Sinne eines Reallabors. Deshalb ist uns eine sorgfältige Begleitforschung ganz wichtig. Haben wir dazu einiges publiziert. Sukkus, kurz zusammengefasst, ist, dass die Qualität der Ergebnisse sich verbessert. Das ist einfach eine wesentlich breitere Wissensbasis, die dahinter steht. Und vor allem wird das Wissen auch genutzt. Es wird als legitim anerkannt. Jene, die das Wissen nutzen, sind von Anfang an in die Produktion des Wissens mit eingebunden, verstehen, was hier gemacht wird und akzeptieren diese Ergebnisse auch als ihre Ergebnisse. Forschungsbedarf, und das ist auch einer der Forschungsschwerpunkte bei uns, ist die Frage des Prozessdesigns. Also welche Methoden, welche Prozesse eignen sich für welche Gruppengrößen, für welche Heterogenität von Gruppen. Also hier besteht noch viel Forschungsbedarf. Zusammenfassend, der Beitrag der neuen Professur versucht zu erklären, dass im Anthropozän Gesellschaft und eine große Unsicherheit damit verbunden ist, dass Gesellschaft Teil des Problems geworden ist und damit muss sie aber auch Teil der Lösung sein. Und hier können viele Personen, nicht nur in meinem Umfeld, sondern auch im ganzen Department, über das Department hinaus, die sozialwissenschaftlich arbeiten, hier ganz wesentliche Beiträge ergänzend zu den Natur- und Ingenieurwissenschaften bieten. Wir speziell bieten Methodentheorien an, um zu erforschen, wie Regeln, Werte, Normen, Organisationen, Handlungslogiken bestimmen, unser Verhalten bestimmen, aber umgekehrt auch, wie unser gemeinsames Tun auch wieder rückwirkt auf diese Strukturen. Die Beispiele im ländlichen Region zeigen, dass viele Menschen sich aus einer Verantwortung heraus engagieren, dass sie sich gemeinsam zusammentun, um aktiv zu werden für ein größeres Ganzes, dass sie sich für das natürliche kulturelle Erbe und Erhalt für zukünftige Generationen einsetzen. Und hier können wir wiederum auch Methodentheorien beisteuern, um die Logik des Homo, ich würde sagen, die warme Logik des Homo Soziologicus ergänzend zu der mathematisch optimierenden, vielleicht auch etwas kalten Logik des Homo Ökonomicus beizusteuern. Und ich bin fest davon überzeugt, dass nicht nur in der Nachkriegszeit, sondern auch heute positive Zukunftsentwürfe ganz, ganz wichtig sind. Zukunftsperspektiven, die uns dazu animieren, mit Freude, mit Begeisterung, mit
Genuss gemeinsam auch Veränderungen voranzutreiben. Und hier kann zum Beispiel die Szenario-Methode, aber auch andere transdisziplinäre Methoden sehr hilfreich sein. Wir wollen unsere Forschungsschwerpunkte im Wesentlichen beibehalten, auch die Kooperationen, aber sind natürlich offen für neue Kooperationen und freuen uns, wenn sie auf uns zukommen. Wissenschaft per se ist für mich ein zutiefst sozialer, kollektiver Prozess. Ein Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin ist nichts ohne das Wissen all jener, die klugen Köpfe vor ihr, ist nichts ohne inspirierende Gespräche, ohne die intellektuelle Auseinandersetzung, ohne die Kritik auch von kritischen Kollegen. Und hier bin ich sehr dankbar für das Umfeld hier an der BOKU. Ich möchte hier zuerst die Arbeitsgruppenmitglieder anführen und auch namentlich nennen, nicht nur Wegbegleiter, sondern wirklich Wegbereiter, Hans-Karl Wütschens, Stefan Vogel, die hier wirklich ein wunderbares Umfeld für Forschung auch ermöglichen. Ganz wesentlich für meinen persönlichen Werdegang waren auch die Aktivitäten im Doktoratskolleg Nachhaltige Entwicklung. Ich weiß nicht, wo der Andreas Mucher jetzt den Platz gefunden hat. Ich habe vergessen oder nicht gezählt, wie viele Publikationen, wie viele Dissertationen wir miteinander betreut haben. Und stellvertretend für all die anderen interdisziplinären Interaktionen, die dieses Doktoratskolleg in die Wege geleitet hat. Es gibt jetzt eine neue Doctoral School, Transition to Sustainability. Ich hoffe, wir können diesen Geist dort auch leben. Die Zentren, ganz wichtig für die Vernetzung zwischen den Departments, für den Austausch zwischen Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften und Wirtschaftssozialwissenschaften, auch bei der Akademie der Wissenschaften, das österreichische Nationalkomitee Man und Biosphere, so eine Plattform des interdisziplinären Austauschs, auch des Austauschs mit den Regionen. Dort sind die Biosphärenparkvertreter auch immer ganz gewichtig am Wort. Natürlich die internationalen Zusammenschlüsse disziplinärer Art, wo man sich Kritik aussetzt, wo man inspiriert von Konferenzen dann auch wieder zurückbekommt und ganz, ganz viele individuelle Bezüge, Personen, wo ich sehr viel gelernt habe, vor allem mit dem Austausch und Kollegen in Japan, in den USA, aber auch verschiedenen Ländern Afrikas, in verschiedenen Ländern Europas, also absolute Bereicherung, gerade für unseren Forschungsbereich sind vergleichende Ansätze sehr, sehr hilfreich, weil man sieht, ländliche Regionen mit biophysikalisch ähnlichen Voraussetzungen können sich ganz unterschiedlich entwickeln. Diese internationalen Begegnungen haben mich beflügelt. Geerdet hat mich immer meine Familie. Und deshalb ganz, ganz spezieller Dank an meine Familie, vor allem an meine Eltern, die mir die Faszination für ländliche Fragen mitgegeben haben, aber auch die Zuversicht, dass man die Zukunft gestalten kann. An meinen Mann, den, als wir uns kennengelernt haben, gleich am Anfang das recht sperrige Konzept des rechtsökologischen Befundes gelesen hat. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ich glaube, er hat mich nicht deswegen geheiratet, sondern eher trotzdem und vor allem auch an meine Kinder, die, auch wenn ich am Abend hinter irgendwelchen Papers sitze, nach wie vor Interesse und Begeisterung auch für meine Arbeit zeigen und hier viel Verständnis aufbringen. Vielen, vielen Dank euch allen.